I want to teach you how to work with elbow, because lots of people can hit elbow, but it seems like not that many people can work with elbow. Start with, like that, so now you protect yourself, you don't hit guy. What you do, you just work with the elbow. But you must learn how man the elbow moves with the schützen. At least it should be two moves. But in this work, you need to be a little bit patient because you need to wait a little bit longer, right? Diese Arbeit muss ein bisschen geduldiger sein, weil ihr müsst ein bisschen mehr länger warten, bis ihr reagieren könnt. Why it's good? Because you always can bring the punch shorter. Wieso ist das gut? Weil ihr könnt immer den Schlag verkürzen. And step by step, you study how to fight with elbows. Und Schritt für Schritt lernt ihr, wie man Ellbogen kämpft. Quite easy, because already the movement comes. Ganz einfach, weil die. Very light, but shoulders should be relaxed. Die Schulter müssen entspannt sein. When I said, when I start to work here, we do. That's it. Look, just think. That's it. Wait. See, here. You need to wait. You must wait. You must get on it. Seht ihr, wenn ich eine Bewegung mache, hebe ich immer meinen Ellbogen hoch. Because later, when you work against a knife or against a... Do you have a knife, please? Nice knife. See, this work will be quite useful because it's easy to work with elbow. Diese Übung ist dann sehr nützlich, weil man mit dem Ellbogen arbeiten kann. That's the whole idea of the sometimes elbow. Das ist die ganze Idee hinter dem Ellbogen. Ja, der Ellbogen ist auch gut, because if you know how to hide the elbow, it's easy to attack. Hide the elbow, it means look at it, see. Es ist auch einfacher anzugreifen, weil ihr den Ellbogen verstecken könnt. See, like that, see. Boom. It's hard to see. Das ist schwer zu sehen. If you start to move your hands, you start to, you know, slash or something. Wenn du die Hände anfängst zu bewegen, kann man sich schneiden. That's no help. Because what else will bring you close to the body?
Mit dem Ellbogen bringt ihr euch mehr an den Körper heran. Tomorrow, if you like, we will study how to work against slashing movements. It will be very interesting. See, that's all. Precise. That's not precise. Okay, so try. Was macht das bitte? Wenn das hat, du push. Wenn ich anfange zu drücken. Especially against the knife, important. Besonders gegen ein Messer, wichtig.